Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute entführt uns Jan in seinen Zoo Pichu. Der Zoo ist im Dschungelthema gebaut und der Name vom Zoo wurde inspiriert durch die peruanische Ruinenstadt Machu Picchu. Klingt auf jeden Fall super, super interessant und deshalb begeben wir uns jetzt nach Südamerika in den Zoo Pichu. Und so schnell sind wir da und wir befinden uns hier direkt in einem Tempel, so wie es aussieht. Bin alles bewachsen. Hier ist halt der Spawner von den Gästen. Wir sollten hier schnell raus, sonst spawnen die jetzt gleich alle vor unseren Füßen. Aber wir sind halt wirklich direkt in einem Tempel. Und das ist direkt ein begehbares Gehege. Ich sehe da oben ganz viele Varis. Die Süßen. Auch sehr, sehr... Er guckt uns sogar an. Auch super niedlich, die Tiere. Ist das hier ein Gefangener? Den holen wir natürlich raus, ne? Ach, schaut mal, das ist sogar ein Cutter. Na, du? Natürlich eine tolle Idee, direkt in so einem Affengehege zu starten. Und auch ein schönes Glasdach, damit die Sonne reinscheint. Übrigens der erste Zoo von Jan, der erste richtige Zoo. Dafür sieht schon mal der erste Eindruck sehr gut aus. Hier ein kleiner Springbrunnen. Die Wände wirklich sehr schön gemacht. Alles schön bepflanzt mit Efeu. Auch mal so ein paar kaputte Stellen in die Wände gemacht. Ah, hier ist das Außengehege. Da kann man auch hinausgucken. Und anscheinend auch hineinlaufen. Nicht schlecht. Ja, die Frage ist, wo gehen wir lang? In einem Rundweg hast du nichts reingeschrieben. Ich hoffe, wir verlaufen uns nicht. Gott. Direkt von einem Karton abgeschmissen. Was machen die denn da? Oh. Die kleinen, ganz tolle Äffchen. Okay, wir gehen mal diesen Weg entlang, würde ich sagen. Erstmal rechts. Scheint die wirklich groß zu sein. Hier sind auch viele, viele Tiere. Voll süß. Wenn hier immer mehr. Okay, wir gehen mal hier in den Tempel. Ach, hier kann man nur reingehen, weil das hier der Schlafplatz ist. Ganz schön viele Äffchen. Aber ich meine, als ich im Zoo war, waren da auch relativ viele in einem sehr, sehr kleinen Gehege. Also von daher finde ich das jetzt nicht so störend. Glaube ich sogar relativ realistisch, dass die in sehr großen Gruppen leben. Finde es auf jeden Fall toll. Man sieht hier überall was. Na komm. Trau dich. Ich glaube, er mag es nicht, beobachtet zu werden. Ne. Jetzt hat er keinen Bock mehr zu spielen. Okay, ist auch nochmal eine Sackgasse. Und hier ist auch eine Sackgasse. Okay. Das heißt, man kann hier nur nochmal reinlaufen in das Gehege. Das ist sogar sehr gut für uns. Dann können wir uns nicht so verlaufen. Wir gehen wahrscheinlich gleich hier auf diesen Wegen entlang. Sieht auch interessant aus. Ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant bepflanzt alles. Gefällt mir. Und hier geht es jetzt erst in den Zoo. Das heißt, man kann, bevor man bezahlt, die Lemuren begutachten. Gar nicht schlecht. Essen, trinken. Haben wir hier. Dann nochmal essen. Ach ne, das sind Hüte. Okay. Gehen wir mal hinein in Pichu. Getränkeautomat. Hier kann man auch nochmal reingucken, wo wir gerade drin waren. Ich krieg gerade nicht gut hin. So, jetzt. Sowas finde ich ja immer cool, wenn man nochmal so kleine Gucklöcher da hat und Fenster. Und hier geht's zu einem der wichtigsten Orte in einem Zoo- oder Freizeitpark, nämlich den Toiletten. Auch hier alles sehr schön bepflanzt. Mega cool, dass hier überall diese Ruinenwände sind. Hier geht es wahrscheinlich dann in die Toiletten, ne? Ja. Okay. Auch schöne Musik überall. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Das ist alles sehr verwildert und verwuchert, so wie es im Dschungel ja auch sein sollte. Und anscheinend mit sehr hohen Höhenunterschieden. Oh, und direkt Elefanten. Indische Elefanten. Dürften das sein, ne? Ja, denke ich schon. Genau, indische Elefanten. Und nicht schlecht. Kann man hier direkt begutachten. Ich weiß nicht, ob es hier noch sinnvoll wäre, ein kleines Geländer zu machen. Einfach, weil die Leute hier runterstürzen könnten. Aber das nimmt natürlich die Sicht, ne? Ist natürlich cool, wenn man hier so... Frog im Neck. hier so direkt ohne Probleme runterschauen kann. Ist eigentlich ganz cool.
Die gehen da auch gerade planschen. Ach, wie schön. Hier sind nochmal die Katas. Und die Varis. So, gibt es hier irgendwie einen Rundgang ausgeschildert? Etappe 1, Etappe 2. Okay, wir gehen mal Etappe 1 entlang. Das passt, denke ich. Schlafplätze, Giraffen. Gehen wir zu den Schlafplätzen, da bin ich gespannt. Ob das Schlafplätze für uns sind oder wahrscheinlich eher für die Tiere. Richtig Angst, was zu übersehen. Oh Leute, das sind das schon die Farbvariationen hier? Das sieht so anders aus, der Elefant. Viel heller. Sind die Farbvariationen, die durch das neue Update reingekommen sind, oder nicht? Ich glaube schon. Der hat hier auch Flecken hinten und sowas. Das ist ja cool. Habe ich auch noch gar nicht so gesehen. Habe ich mich aber auch noch nicht mit beschäftigt. Hier geht es in irgendeinen Tempel. Oh, wie schön. Und dann kann man hier durch die Gitter den Elefanten beim Schlafen zu sehen. Das ist cool gemacht. Mega nice. Auch hier schön die Gitter eingebaut. Und auch diese Atmosphären-Sounds. Oh, ist das schön. Das ist auf jeden Fall mit Tieren nicht gegeizt. Und auch ganz viele kleine Elefantenbabys. Ach, wie süß. Haben wir hier? Nichts. Ein leeres Gehege. Oh. Ach, hier sind die Giraffen. Ich dachte gerade irgendwie, das wäre ein Jaguar. Sah auf den ersten Blick so aus. Okay, das heißt, hier kann man dann beide Tiere beim Schlafen begutachten. Und mit etwas Glück dann auch hier Giraffen zu Gesicht bekommen. Da ist sogar ein Baby. Du hast sogar in die E-Mail geschrieben, dass du noch extra Babys für uns gezüchtet hast. Finde ich cool. So, dann gehen wir mal hier entlang. Oh. Das ist natürlich auch schön, ne? Hat man so einen richtig schönen Ausblick auf die Tiere. Aber das kommt halt auch, weil du die Geländer weggelassen hast. Ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch, aber ist natürlich cool für die Sicht, dass dann da nichts im Weg ist. Aber du hast das auch immer sehr gut gemacht, dass du so erhöhte Aussichtsplattformen gebaut hast. Oh, wie süß. Das ist schon wirklich alles interessant bepflanzt. Und auch der Hintergrund ist super gestaltet. Man sieht irgendwie nichts von der freien Fläche dahinter. Alles super eingebaut mit Bergen, Bäumen, Felsen und so weiter. Das ist voll interessant, dass man hier so rumlaufen kann und die Giraffen die ganze Zeit beobachten kann. Echt cool gemacht. Ja, Giraffen sind vielleicht nicht so das Dschungeltier, aber ich finde es trotzdem cool, dass du hier Giraffen reingemacht hast. Vor allem, weil das ja hier Südamerika ist. Indischer Elefant passt hier wahrscheinlich dann auch nicht so rein. Aber das macht ja nichts. Ich finde es cool. Etappe 2. Was denn? Das Robin Hood? Ich glaube schon. Wir sind aber auch hier mega hoch die ganze Zeit. Hier ist das erste Mal ein Geländer. Hier scheint es dann doch zu gefährlich zu sein. Auch alles selbst gebaut. Finde ich cool. Und man hat trotzdem eine wunderbare Sicht. Ah, das scheint hier ein Hippo-Haus zu sein. Hier ist nämlich überall Underwater Viewing. Ich sehe aber leider gerade keins der Tiere. Wir machen mal hier Cheat. Oh. Hier, die sind alle unter Wasser. Und da hinten schläft, glaube ich, eins. Ah ne, das ist das Schild. Wäre mir ja sonst grün angezeigt worden. Okay. Ja, hier sieht man eins. Aber die sind gerade alle versteckt. Kann man die erkennen? Ja, so ein ganz bisschen hier. Den Schatten. Na gut. Gehen wir mal weiter. Die sehen wir sicherlich gleich noch ein bisschen genauer. Du hast das ja aber hier sehr schön alles eingebaut mit den Felsen. Also für deinen ersten Zoo ist das schon sehr, sehr gut. Waren wahrscheinlich die Elefanten, ne? Ja. Ist ja auch alles schön dekoriert. Der Baum hier ist auch super platziert. Das sieht schon alles super interessant aus. Oh, wie toll. Die Tiere haben auch sehr große Gehege. Mit schön vielen Höhenunterschieden und alles. Gott, hier geht es nämlich wieder steil runter. Wir bleiben mal lieber auf den Wegen. Ich würde ja am liebsten immer reinlaufen. Ach, guck mal. Man kann von ganz oben gucken, man kann von hier gucken. Und dann kann man hier runtergehen und auch nochmal gucken. Die haben hier wirklich gefühlt einen ganzen Dschungel für sich, die Elefanten.
Dann ist das auch in Ordnung, wenn man so viele macht von den Tieren. Ja, auch genug Platz vorhanden, ne? Hier hinten ist ein Wasserfall. Ich glaube, da geht es noch tiefer runter. Das ist krass. So, was haben wir hier? Hier ist auch wieder ein Geländer. Ja, da hinten sehen wir jetzt wenigstens mal ein Flusspferd. Spielt gerade Bowling. Sogar zwei. Da ist sogar ein drittes. Ich wette gleich, wenn wir zum Underwater Viewing gehen, dann sind die alle nicht mehr da. Wäre typisch. Ah doch, sie sind da. Juhu. Da sind zwei Hippos. Hier auch alles sehr schön gestaltet unter Wasser. Bin natürlich nicht so ein Fan von eckig. Also hier von diesen eckigen Glasdingern. Das würde ich abgerundet schöner finden. Aber das ist Geschmackssache. Bin ja allgemein nicht so ein Fan von eckig. Bei eckig bauen ist halt auch immer einfacher, ne? Muss man halt sagen. Hast du toll gestaltet hier unter Wasser. Gehen auch mal schnell ins Gehege rein. Schauen uns nochmal das Häuschen hier an. Okay, das ist so ein Dom. Auch sehr schön gemacht hier. Nice, gefällt mir. Ist auch cool, dass hier so ein paar Bäume und so drin sind. Oder, ja doch, das sind Bäume, ne? Hast du aber schon sehr gut gemacht. Sieht sehr stimmig aus. Hier, wollte gerade sagen, schläft der Fettwanst, aber der ist gerade erwacht. Mal eine kleine Dusche. Okay, wir gehen mal weiter. Ich weiß ja nicht, wie groß dein Zoo noch ist. Wenn ich denn hier runterkomme. Da, geht doch. Wunderbar. Auch ein schönes selbstgebautes Haus. Haben wir hier. Oh, das nächste Gehege. Hier ist auch eine abgerundete Scheibe. Auch sehr schön gemacht. Und das Tier hier ist der Ameisenbär. Da ist er. Auch ein tolles Tier. Mega, mega schön. Liebe ja die Tiere von den DLCs. Bis jetzt waren alle Planet Zoo DLCs wirklich super. Wieder schöne Höhenunterschiede. Hier oben ist dann ein schönes Haus, wo die rein können. Ich weiß, ich schweife hier schon wieder mega ab. Aber ja, ihr kennt mich halt. Ich liebe es, einfach reinzulaufen in die Gehege. Dann sieht man am meisten. Etappe 7? What? Okay, wait. Wir müssen uns nach den Schildern richten. Etappe 3. Etappe 3 heißt wahrscheinlich hier rein, ne? Tapia Ameisenbär. Hier schon das nächste Tier. Okapis. Ein riesiger Wasserfall. Der sieht aber gut aus. Der sieht super aus. Auch so zwischen den Bäumen und sowas. Das ist schon sehr schön. Hier unten wieder so ein paar Ruinen. Okay, wo sind wir hier? Ah, hier können wir nochmal bei dem Ameisenbär reinlukern. Auch sehr schön gemacht, dass hier so eine Lücke ist, wo man dann perfekt reingucken kann. Für die Kinder. Ne? Die können ja hier oben nicht rüber gucken. Das ist wirklich super. Hier auf der Seite sind dann die Tapire. Von der Gehegegestaltung sind die alle relativ ähnlich. Der Dschungel. Macht dann ja auch Sinn, ne? Dass die alle sehr, sehr ähnlich aussehen. Es gefällt mir aber, dass man immer so von oben auf die Gehege hinabschaut. Da hat man eine wirklich super Übersicht. Brauchen wir später gar nicht von oben uns den Zoo nochmal angucken. Zumindest nicht so genau. Weil wir eigentlich schon alles von oben sehen. Du hast auch so viel Detailarbeit gemacht hier mit den Klippen. Ah, und die Bepflanzung sieht auch super aus. So, Etappe 4. Oh, das sind Äffchen. Kommen aber nicht hinein. Lass mich rein. Okay. Was sind denn das für Äffchen? Sind das Orang-Utans? Ja, ich kann sie auch leider nicht anklicken, weil ich nicht hineinkomme. Warum auch immer. Finden wir gleich heraus, hoffentlich. Das sind noch die Okapis, ja, ne? Ja, okay. Ist auch wieder ein riesiges Gehege. Dein Zoo ist aber schon wieder so konzipiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich hingucken soll. So viele Tiere gibt es immer zu sehen. Ist aber ja an sich eine gute Sache. Das sind wirklich Orang-Utans.
Auch sehr süß. Hier haben die ganz viele Klettermöglichkeiten. Sehr schön mit dem Wasser hier gemacht. Hier geht es dann hinauf in die Hütte, die wir gerade von hier außen gesehen hatten. Okapis. Ah, die kann man auch nochmal beim Schlafen sehen. Wieder super eingebaut hier. Das hier der Ausgang? Wartet mal. Nee. Hä? Bin mir gerade unsicher, wo wir sind. Oh, da kommt sogar gerade eins. Wundervoll. Nochmal eine kleine gemütliche Sitzecke. Oh, und hier haben wir Pandas. Die sind ja niedlich, wie die da alles necken. Oh, diese Kaugeräusche. Okay, das ist gerade ein süßes Bild. Sorry, Leute, davon musste ich mal eben einen Screenshot machen. Das war so süß, wie die hier alles necken. Eine riesige Rasselbande. Jetzt sind sie gerade alle fertig. Mega, mega toll. Kann man auch gut beobachten als Gast hier von deinem Zoo. Okay, wir gehen mal hier hinauf. Jetzt wieder den ganzen Berg um drauf, ne? Okapis Elefanten. Gehen wir erstmal dahin. Scheint nochmal ein Ausguck zu sein. Ja, hier kann man nochmal genau in die Mitte von dem Gehege. Wieder sehr gut gemacht, die Aussichtsplattform. Wieder einen wundervollen Überblick. Und hier kann man dann nochmal zurück auf eine weitere Aussichtsplattform, die auch in der Mitte von dem Gehege ist. Kann man dann nochmal die Elefanten sehen. Also der Blick auf die Tiere in deinem Zoo ist wirklich richtig super. Großer Panda. Ah, okay. Hier kann man noch was essen, sich hinsetzen. Hier kann man dann nochmal hinabschauen auf die Pandas. Die haben wir ja gerade auch schon gesehen in einem wundervollen Bild. Und hier ist sogar nochmal der Schlafplatz. Sind leider gerade keine am Schlafen. Aber da kann man dann auch nochmal zuschauen von oben. Sehr cool gemacht. Wir gehen zurück. Bis jetzt habe ich mich nicht verlaufen. Ich bin stolz. Aber ist auch alles gut ausgeschildert, muss man sagen. So, Etappe 6 sind wir jetzt schon. Hatten wir hier. Oh, Kapuzineräffchen. Auch toll. Ganz viele Shops. Waren die Uran-Utans, ne? Ja, das waren die Uran-Utans. Man kann halt von allen Seiten drauf gucken. Deswegen bin ich immer schon verwirrt, welches Gehege gerade das ist, wo ich drauf gucke. Und man wirklich überall reingucken kann von allen Seiten. Vivarien. Auch süß gemacht. Schauen wir jetzt nicht extra rein. Aber ein tolles Vivarienhaus hast du hier gestaltet. Das sind auch mega viele Vivarien. Okay, das ist krass. 1, 2, 3, 4 Vivarien. Ja, 4 Vivarien hast du hier untergebracht. Sehr elegant gelöst. Dann gehen wir mal hier hinein in das Häuschen da von den Kapuzineräffchen. Da ist er schon, der erste. Auch super bepflanzt hier. Echt interessant aus. Wieder ein großes Glasdach. Für irgendeinen Affen in Gefangenschaft. Cooler Baum, so halb über den Weg ragend. Ich habe doch gerade irgendeinen gefangenen Affen gehört. Wo ist der? Hört ihr den klopfen? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich hoffe, wir finden den noch. Sieht aber interessant hier aus. Ein schöner Wasserfall, tolle Klettermöglichkeiten. Hm. Mit dem Affen stört mich gerade, dass ich den nicht finde. Vielleicht kann ich auch mal ihn so machen. Ne, dann sieht man den nicht. Schade, schade. Ja, macht ja nichts. Gehen wir mal weiter. Auch ein tolles Häuschen. Super gestaltet. Oh, da sind auch nochmal so schöne Baumhäuser für die Affen. Und jetzt geht's ins Raubkatzenhaus. Ah, das ist ja riesig. Holy shit, aber die Wand sieht cool aus. Hier könnte man schon die ersten
Jaguare wahrscheinlich sehen, ne? Oder sind hier mehr? Ah, Tiger und Jaguare, gehe ich von aus. Interessant, wo man schon wieder alles hin kann. Und das ist die Glasscheibe, wo wir gerade waren. Oh, und da sind die Tiger. Das dürften Königstiger sein. Die haben auch schon verschiedene Farbvariationen. Der hier ist ein bisschen heller. Das ist echt cool, dass das jetzt im Spiel ist. Macht es auf jeden Fall interessanter. Aber ehrlich gesagt dachte ich, dass das von Anfang an im Spiel wäre. Hieß es das nicht immer? Dass diese Farbvariationen im Spiel sind? Weiß es nicht. Das ist auch cool gemacht hier mit den Glasscheiben, dass die so schräg sind. Halt immer ein bisschen doof, dass man durch Glasscheiben nicht so mega gut durchschauen kann. Deswegen gehe ich auch immer so ein bisschen rein, damit ihr das ja besser sehen könnt. Ist aber cool gelöst. Das hier ist nämlich das Jaguar-Gehege. Können hier auch so ein bisschen planschen. Hier klettern, alles super bewaldet und bepflanzt. Ein paar Höhenunterschiede drin. Und hier ist dann der Schlafplatz. Da kann man dann auch zugucken. Da können die reinklettern und dann hier schlafen. Das sind jetzt nochmal die Tiger von der anderen Seite. Sehen wir gerade leider nicht, weil die wahrscheinlich hier rechts sind. Ja, die schlafen noch hier rechts. Auch wunderschöne Tiere. Aber auch cool, dass du das hier abgerundet hast und dann in der Kurve so eine Glasfront reingebaut hast. Hier geht es dann auch nochmal nach oben. Dann kann man auch nochmal von dieser Seite schauen. Das ist wirklich alles super gelöst. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass du ja diese Sackgassen viel benutzt hast, dass man immer zurücklaufen muss. Ist natürlich ein bisschen schöner, wenn man dann so einen Rundweg hat oder zumindest eine Abkürzung beim Rückweg. Aber ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Das war das Raubkatzenhaus. Dann geht es jetzt wahrscheinlich hier weiter. Nochmal eine Plattform. Das Uran-Utan-Gehege, oder? Ja, da sind die Uran-Utans. Boah, ist jetzt so groß. Das hätte ich gar nicht gedacht. Hier sind die nächsten Tiere, die Lamas. Boah, die haben ja coole Farbvariationen. Da muss ich aber mal rein ins Gehege. Ich hoffe, ich komme hier runter. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Die sind ja richtig fleckig geworden. Wie niedlich. Das ist ja nice. Die unterscheiden sich ja alle komplett. Ja, das ist cool. Vielleicht müssen wir echt mal uns die Farbvariation nochmal so ein bisschen angucken bei den einzelnen Tieren. Etappe 7, Restaurant. Aber jetzt geht's hier weiter. Wieder über eine enge Brücke. Das sind wir hier rechts. Das waren die Lamas, ne? Ja, das waren die Lamas. Es gibt halt wirklich in alle Himmelsrichtungen immer was zu sehen. Ein bisschen überfordert. Da schlafen sie nochmal. Auch wieder schöne Höhenunterschiede, ne? Hier oben ist Gehege und da unten ist Gehege. Also das ist wieder super gelöst hier, dass die hier so entspannt hochlaufen können. Jagubar haben wir hier. Cooler Name. Kann man den Lamas beim Schlafen zu sehen. Seht ihr nochmal die Flecken? Das ist ja mega cool mit den Flecken. Ich hätte mir auch noch gerne so ein paar komplett braune oder so gewünscht, aber vielleicht gibt's das ja. Okay, das ist echt interessant. Jagubar. Hier kann man sich dann was holen, hier hinsetzen, ein bisschen die Musik genießen und sich die Tiere anschauen. Ah, hier haben wir die Ameisenbären. Das ist ein neues Gehege oder ist das das gleiche Gehege, was wir schon kennen? Wahrscheinlich das gleiche Gehege von der anderen Seite, ne? Ameisenbär. Schön beim Schlafen. Ich glaube, das ist das Gehege, ja. Das dürfte das Gehege sein, was wir schon gesehen haben. Schildkröte. Schauen wir doch auch mal hinein. Oh, wie riesig die sind. Mega gut. Und auch Babys. Oh, wie süß.
keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe mich komplett verlaufen. Oh, auch nochmal eine schöne Ecke hier. Musik, Wasserfall. Also wirklich sehr viel Liebe zum Detail. Das sieht echt super aus hier alles. Mega schön gestaltet. Ich habe auch keine Platzierungsfehler oder so gesehen. Das, obwohl du so viele Objekte verwendet hast. Nicht schlecht. Das hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Ne, sind wir nicht. Doch, ich glaube, wir sind jetzt am Ende. Wir sind jetzt nämlich wieder hier. Und ich glaube, Etappe 8 gibt es von hier aus nicht mehr, ne? Ne, ich glaube, jetzt müssten wir wieder den Weg zurückgehen. Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Wäre natürlich schöner, wenn wir jetzt hier am Ende beim Ausgang wieder auch rausgekommen wären. Aber das ist ja nicht immer so mega wichtig. Ne? Ist natürlich immer schön, wenn man dann nicht nochmal einen Umweg laufen muss. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal dein Pichu Zoo von oben an. Und da sind wir aus der Top-Down-Perspektive. Das hier war das Eingangsgebäude mit den Lemuren. So sieht das Ganze übrigens aus. Aber das macht ja nichts, ne? Das ist ja alles Bereich, den man nicht sieht. Na, danke Kamera, für nichts. Diese Planet Zoo-Kamera werde ich mich nie dran gewöhnen. So, hier war der Außenbereich. Wir werden das relativ schnell machen, weil das ist halt alles sehr bewaldet und dschungelig und sieht relativ ähnlich überall aus. Macht ja auch Sinn in einem Dschungel. Kann man nicht anders sagen. Aber jetzt seht ihr nochmal hier die ganzen Höhenunterschiede. Das finde ich echt beeindruckend. Hier überall die Wege, die sich runterschlängeln, dann wieder hochschlängeln. Das ist gar nicht mal so einfach, aber das hast du wirklich super gelöst. Ich habe auch keine scharfen Kanten oder steile Kanten gesehen. Du hast hier wirklich immer super Wege gebaut für die Tiere und auch für die Besucher. Also das war alles echt sehr elegant gelöst. War das? Ach, das war das Giraffen-Schlafhaus. Ihr seht schon, von oben ist es schwierig, alles zu erkennen, weil so viele Bäume halt sind. Deswegen machen wir das jetzt hier ruckzuck. Hast auch noch Elefanten. Das da unten waren die Kapuzineräffchen. Ich glaube, wir haben auch nichts übersehen. Das hier dürfte das Raubtierhaus gewesen sein. Ich meine auch nicht, unter dem Baum wohnen. Ja, das waren die Raubkatzen. Irgendein Tier ist auch ausgebüxt, hört man gerade. Ah, hier waren die Ameisenbären. Hier waren die Schildkröten. Und hier war die Jagobar. Okay, Leute, ich denke, wir haben hier alles soweit hoffentlich zu Gesicht bekommen. Enden wir mal mit diesem wunderschönen Ausblick. Das war der Pichu Zoo von Jan. Schreibt mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Und falls ihr auch mal selber einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.